Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeport, welcher Typ von Kapitän bist du? Tja, also, wenn ich jetzt nicht das Let's Play aufnehmen würde, dann wäre ich bestimmt ein super Akademiker. Aber weil ich mich ja vor euch allen immer bloßstellen muss, ne? Und damit offenbar nicht der Einzige bin, ja, da mag ich eine harte Seeschlacht, genauso wie jeder andere Kapitän. Ich mag eine harte Seeschlacht genauso wie jeder andere Kapitän. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Mist. Mist. Oh, ich will auch. So, Seekarte. McMutton. Wie sieht's denn aus, McMutton? Haggis? Ja? Könntet ihr Jungs mir mit diesem Seegefechtzeugs ein wenig zur Hand gehen? Okay, also falls wir es nicht packen, kann ich mal noch fragen. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Also, Kapitän Freeport. Wenn du diesen Schurken von Richelieu im Schiffsgefecht schlagen willst, ja, brauchen wir ein paar größere Kanonen. Okay. So, Jungchen, ich würde vorschlagen, dass wir ein paar der Möchtegern-Piraten eins auf die Mütze geben. Wir packen uns ihre Schätze und kaufen uns davon in Puerto Pollo neue Waffen. Na, das wird ja ein bisschen interessant. Okay. Schon gut. Ei! Das heißt, wir müssen tatsächlich, ich glaube, das habe ich so noch nie gespielt, wir müssen tatsächlich unser Schiff ausrüsten, naja, ihr wisst schon, ne, wettrüsten und so. Ja, dann schauen wir mal auf die Seekarte. Das sind wir und das ist irgendein Schiff. Da düsen wir gleich mal rüber und probieren mal, ob wir die vielleicht irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man die bekämpfen kann, ich habe keine Ahnung. So, wie kämpft man denn? So macht man Pause. Okay, jetzt habe ich gerade mit der rechten Maustaste kann man hier... Das ist der Wind. So. Na, los! Go! Die Piraten wurden... Willst du was Bestimmtes? Die Piraten wurden besiegt. Willst du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dein Schatz oder dein Leben? Oh, ich dachte, du wärst jemand anderes. Der sieht übrigens ultra cool aus, der Typ. Ich will auch so einen Schnauzer haben. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Yeah! Runde 1 geht an uns! Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert! Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert! Ich zittere, ich zittere! Das Blöde ist, wir haben noch nichts gelernt und jetzt sind uns die Beleidigungen ausgegangen und wir können noch sagen, du bist hässlich, du bist blöd. Beides stimmt natürlich, aber beides wird uns jetzt, wir werden jetzt sofort verlieren. Den ersten Kampf muss man verlieren und du bist auf jeden Fall pottenhässlich, Freund. Du bist hässlich. Ich bin beleidigt, dass du diese Beleidigung bei mir ausprobierst. Sorry. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Das Essen auf den Schiffen wird nicht gerecht portioniert. Ach ja, naja, stimmt zwar nicht, aber... Das Essen auf den Schiffen wird nicht gerecht portioniert. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Okay, mit deinem Repertoire an Sprüchen wäre ich auf Welttournee. Das stimmt natürlich alles nicht, aber wir müssen jetzt die Beleidigung erstmal lernen, also die Herausforderung. Und später werden wir die Antworten darauf lernen, nach und nach. Das heißt, wir müssen uns jetzt im Fechtkampf erstmal von der Amateurliga zur Profiliga aufarbeiten.
Wer das Let's Play zu Monkey Island 1 gesehen hat oder wer Monkey Island 1 kennt, der weiß ja, wie es geht. Mit deinem Repertoire an Sprüchen wäre ich auf Welttournee. Gib mir deinen Schatz! Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Ja, die Frage ist, spielen wir das jetzt mit Seeschlacht? Weil das wird sich ein bisschen hin... Ja, weil das wird sich ein bisschen hinziehen, fürchte ich. So, wirklich nicht furchtbar. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ach cool, die man schon hatte, muss man gar nicht mehr angreifen. Das heißt, man muss sich wahrscheinlich hocharbeiten bei den Piraten, um dann am Ende gegen Richelieu zu kämpfen. Na, schauen wir mal. Dein Schatz oder dein Leben? Dein Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge. Du bist so hässlich wie ein Affe. Ich brauch das gar nicht vorlesen, weil er sagt's ja sowieso gleich. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ach Mensch, das kennen wir ja auch noch. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Hoho, hört, hört. En garde, touché. Was? Das ist doch keine Beleidigung. Knoblauch gibt's auch als Dragée. Knoblauch gibt's auch als Dragée. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich bekomme rote Augen von zu viel Haarspray. Ich bekomme rote Augen von zu viel Haarspray. Oh weh! Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. So, und weiter geht's. Das ziehen wir jetzt die ganze Zeit eiskalt durch. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Aber ich will deinen Schatz. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Viel Glück, Junge. Dir auch, mein Freund. Du bist nämlich so hässlich. Nee, das kennt er gar nicht. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ach ja? Mist. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich hasse Kerne in Marmeladen. Ich stehe eher auf Gelee. Ich hasse Kerne in Marmeladen. Ich stehe eher auf Gelee. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ah, Moment, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Schrecklich, dass wieder diese Grippe passiert. Von mir. Achso, das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Jawohl. En garde, touché. En garde, touché. Ach ja? Aber sowas von. Ach. Du hast gewonnen! Gib mir deinen Schatz. Du stinkender, modriger, drecksgesichtiger Freibeuter. Ich wollte ihn sowieso nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Was? Kleiner Scherz. Wir haben Beute gemacht. Der Fluch der Karibik. Schwächliche Kanone, Seekarte und die Frage ist, was haben wir denn jetzt für Beute gemacht? Naja, noch wird sich das nicht lohnen, da irgendwie... Uhu. Ja, Moment, ich muss mal ganz kurz... Ach nee, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Scheiße. Ich kann mir aber gegen Kopfhörer hauen. Ich wollte eigentlich gerade eine kleine Aufnahmepause machen. Ich will nämlich nur mal schauen, ob da noch die Sprachaufnahme läuft. Ich bin da so ein bisschen unsicher, weil ich im Hintergrund nämlich gerade noch Minecraft... Ja, Minecraft am Rendern bin. Deswegen wollte ich mal lieber eine kleine Pause machen. Aber ich probiere das mal einfach durchzuziehen. Oder warte mal... Wenn ich jetzt... Ah, okay. Ich guck mal ganz kurz Sekunden. Ich bin gleich wieder da. Ich guck mal ganz kurz was. Und zwar hier gucke ich mal ganz kurz. Und das sieht bis jetzt noch gut aus. Okay. Da können wir noch ein Ründchen hier Seekarte untersuchen. Entschuldigung, wenn ich euch damit voll quatsche, ne? Ach, die haben wir besiegt. Jetzt müssen wir gegen die Nächstbesten antreten, oder was? Captain Richelieu. Nee, lass mal. Die Frage ist, können wir uns mit der Beute jetzt schon... Was leisten? Das weiß ich halt nicht.
So. Du alte Fregatte! Hiss die Segel! Raff die Beiboote oder was auch immer! Piratenslängen, joho! So, der hört sich aber auch nicht gerade gesund an. Schneller, gib Gas! Warp 9, Mr. Crusher! Die hauen doch wohl nicht ab. Mist, mit unseren kleinen Pipi-Kanönchen hier. Nein! Na los, na los! Ja, die Piraten wurden besiegt. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Ich habe das Gefühl, er will mit seiner Nase hier den Kampf ausfechten. Naja, gut, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Wow, ich würde mal sagen, du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Eine ruhige Fahrt gewährt nur eine hydraulische Federung. Eine ruhige Fahrt gewährt nur eine hydraulische Federung. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach so, das war ja auch leicht und so. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Hatte ich das schon? Habe ich da schon die Antwort? Weiß ich gar nicht. En garde, touché. En garde, touché. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay, niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich zittere, ich zittere. Zu Recht, wie man sieht. Der Kampf ist vorbei. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Ich weiß allerdings nicht, wenn der sagt Beute gemacht, dann weiß ich nicht. Das ist mal eine schwächliche Kanone. Ich spare meine Munition besser für die Schlacht. Das ist ja generell sehr gut, aber können wir jetzt irgendwie zurückfahren und aufrüsten? Uhu! Können wir jetzt schon aufrüsten? Haggis? Ja? Was mache ich hier schon gut? Okay. Schon gut. Ei! Dann gucke ich mal ganz kurz auf die Seekarte. Moment. Puerto Palo, Hafen von Plundertown. Ja, ja, ja. Ach, hör auf. Was hat er denn hier alles? Ach, du Heilige. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Habe ich bestimmt, Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Ich bin übrigens ein furchterregender Pirat, weißt du? Ich bin ein furchterregender Pirat. Nun ja, vielleicht sind Sie ein Pirat, aber Sie sind nicht eher ein furchterregender Pirat, bis Ihr Schiff mit dem letzten Schrei in Sachen Offensivbewaffnung ausgestattet ist. Von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. Jedoch, wie ich sehe, sind Sie ein Pirat, der bereit ist, diesen ersten Schritt zu machen, um der ultimative furchterregende Pirat zu werden. Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich hatte sogar Interesse an allen Modellen, vor allen Dingen an der Schmerzspende, aber wie viel kosten denn die?